Mir geht's gut, mir geht's gut. Tag Leute, herzlich willkommen zum heutigen Leckerbissen. Keine Ahnung, was los ist. Ich dachte, ich präsentiere mal mich. Komm, lassen wir es gut sein. Ich präsentiere mich heute mal von meiner seriösen Seite. Es haben sich gestern tatsächlich Leute beschwert, dass das Intro nur 30 Sekunden gedauert hat. Also mache ich es heute gerne ein bisschen länger. Sehr gerne. Ist auch gar kein Thema für mich. Wir gucken mal wieder rein in ein analoges Horror-Game. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet. Ich habe auch keinen Plan. The Long Eyed Project ist wieder inspiriert vom Mandela-Katalog. Das ist so eine Creepypasta-Serie mit mehreren Videos, die quasi Ausbildung dafür sind, wie man außerweltliche Wesen erkennt, die die Menschheit auslöschen wollen, die aber wie Leute aussehen. Teilweise. Und das ist immer extrem unangenehm, weil es Fotos nutzt und dir so ein Unbehagen zu indizieren. Ich würde mich natürlich riesig über euren Daumen nach oben freuen, aber 1000 Euro auf meinem PayPal tun es natürlich auch. Ich sitze und ich warte. Okay, ich warte nur noch. If you receive this email by accident, call the program immediately if you value your life. Digga, irgendjemand ist Mutter sitzt auf seinem Gesicht. Lass das doch bitte bleiben. Okay, let's go. This creature detection training. Verzeihung. Ich kleiner Frechdachs. Uns werden Fotos präsentiert von den Long-Eyed, beziehungsweise müssen wir diese erkennen. Vermute ich einfach mal. Und was ist, wenn ich kein Bild präsentiert bekommen mag? Respektierst du das? Offensichtlich nicht. Okay. Das ist genau der Gesichtsausdruck, der mir nicht glaubt, wenn ich sage, nein, ich habe keine Spiele auf dem Handy. Komm, mach's weg, danke. Okay, du denkst, dieses Bild ist normal. Dann solltest du das Programm schließen. Zu deiner eigenen Sicherheit. Okay. Wenn du das für unnatürlich hältst oder nicht adäquat, wenn das Panik verursacht oder Kotzreiz, also Vomiting Blood from Moon, dann würden wir sagen, du bist geeignet für das Training. Alles klar, Digga, ich bin immer noch hier. Ich soll einen sechsten Sinn entwickeln, um die Long Eye zu erkennen. Diese Kreaturen, die tun so, als wären sie Menschen, ja. Das haben wir schon geklärt. Wenn du eine Präsenz in der Nähe fühlst, Blut von der Nase, kalte oder wie Gänsehaut, Atmen hinter deinem Rücken, dann solltest du das Trainingsprogramm sofort schließen. Alles fresh, Alter. Mein Ventilator bläst mir in den Nacken. Tetus? Gott möge dich schützen. Make a choice. Er sieht halt echt normal aus, Jo. Mit ihm würde ich ein Bier trinken, muss ich sagen. Die wiederum. Um auf das Thema Spiele auf dem Handy zurückzukommen. Ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich schon den sechsten Sinn entwickelt. Der vertraut dem auch nicht ganz, Alter. Der wartet nur meine Reaktion, weil ich ein verantwortungsbewusster Erwachsener bin, der das Recht hat, Stubenarreste zu verteilen. Ich nehme das hier. Ist das falsch? Bin ich tot? Oh mein Gott, warum sie wieder? Ich werde schlecht träumen. Was ist denn hier passiert? Die trägt den ganzen Tag ganz schwere Gewichte mit auf dem Kopf rum. Ich nehme sie, sorry. Ich soll die unnatürliche Person auswählen, richtig? Die irgendwie merkwürdig aussieht. Das fühlt sich halt auch so doof an, so Leute nach Gesichtern zu urteilen, ob sie irgendwie gruselig aussehen. So, das ist halt total disgusting eigentlich. Aber gut, wir lassen uns mal drauf ein. Ist ja bloß ein Horrorthema. Oh, Digga, ich weiß nicht, ich würde auf ihn gehen, aber er hat auch so ein bisschen dieses Grinsen, so. Dieses, nein, wie kommst du darauf, dass ich dir nur dein Portemonnaie klauen und dich nicht aufschlitzen will? Ich nehme ihn. Ich wünschte, diese Spiele wären so, dass irgendwas anderes dabei rauskommt. Good job! Wirklich, großartige Arbeit. Ich hab's bestanden. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja so. Es gibt mehr Tests vor mir. Okay. Wenn ich irgendwie
denke, dass irgendwas nicht nach Plan läuft, soll ich das sofort ausmachen. Und dann möge Gott mir helfen. Digga, die Türen sind abgeschlossen. Tipps. Die Gesichter sehen unnatürlich aus. Sie riechen irgendwie komisch. Sie verursachen Angst und Anxiety. Und sie beobachten dich sehr nah. Digga, die reden von mir einfach. Was? Also ich habe auch keinen Riechbildschirm, so, by the way. Das fällt schon mal weg. Oh shit. Oh nee. Oh nein, was? Oh Gott. Oh, verdammt nochmal. Wenn ich ganz schnell klicke, erwische ich dann beide? Verdammt. Verdammt, ich habe ihn ausgewählt. Es war wahrscheinlich in Ordnung. Die Dame soll so unschuldig wirken irgendwie, oder? Oh, ich weiß nicht, wenn man Gesichter zu lange anschaut, dann wird's halt auch irgendwie unangenehm. Also so jedes sie irgendwie nicht. Ah, sie ist die Ausnahme dieser Regel. Ich weiß nicht. Sie will mir bloß einen Muffin verkaufen für ihren Pfadfinder-Abschlussball oder so ein Scheiß. Ich nehme die Oma. I'm sorry. Sorry, Granny. Ich fange an, mich nervös zu fühlen. Ich fühle eine Präsenz im Raum. Bist du am Leben? Ja. Bist du allein? Ja. Also Huggy ist da. Oder Huggy. Zählt das? Ich kann nicht auf Ja klicken. Er weiß. Oh Gott. Oh Gott, sie. Hilfe, das wird immer schlimmer. Ist es so schlimm, wenn es kleine Kids sind? Oder machen die erst als Erwachsener mega Damage? Ich weiß nicht. Sie. Ich weiß nicht. Ich kann euch das nicht mehr erklären. Es ist wirklich so ein ganz komisches Gefühl. Die sind halt auch alle verzerrt, die Bilder. Also so absichtlich, das ist halt klar. Ach, weißt du, ich... Weißt du, sie... Klicke ich irgendwie nur auf Frauen? Kann das sein? Also so rein absichtlich? Lässt uns auf tiefere Probleme blicken? Ich habe keine Ahnung. Öffne die Tür nicht. Ich sitze immer noch, ne? Ist dir klar. Boah, Alter, jetzt krieg ich langsam Gänsehaut, ey. Sie ist irgendwie... Oh Gott. Thriller. Nee. War das fies? Oh, what? Was ist das denn? Oh Mann. Oh Gott. Oh, die gucken direkt durch meine Seele durch. Aber alle beide. Das ist mir unangenehm. Jeder nimmt ein Auge. Weiß nicht, der hat so Voldemort-Vibes. Und er? Barbarossa, Junge? Ich weiß, ich nehme ihn. Keine Ahnung. Wo ist denn das Bild her? Danke? Oh, danke klingt nicht gut. Das klingt so übel sarkastisch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Test bestanden. Oh, ich zeig meinen Score nicht an. Wegen Datenschutz. Okay. Gut. Sie werden dich heimsuchen. Innerhalb von einer Woche. Geh nicht raus, sprich mit niemandem, öffne nicht die Türen, beantworte keine Anrufe. Wenn wir nicht in 7 Tagen mit dir Kontakt aufnehmen, bete. Viel Glück. Na, ist halt überall Personalmangel, ne? Verdammt nochmal. Okay. Das war sehr, sehr interessant. Stop War in Ukraine. Lol. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Hintergrund des Entwicklers hat. Interessant. Ich mag so ein Spiel, das ist immer irgendwie cool. Es gibt auch noch ein Chapter 2. Ich habe mir gleich beide runtergeladen. Und ich werde das jetzt auf jeden Fall noch antesten. Aber ich finde das cool. Es ist immer wieder so ein...
gibt einem so einen leichten Grusel mit. Immer mal zwischendurch. So, Long Eyed Project Chapter 2. Die Gesichter wurden geupdatet, die Datenbank erweitert und es ist Tag 8 nach dem ersten Kapitel. Willkommen. Wenn du diese Nachricht liest, dann ja. Oh, dann habe ich das Long Eyed Exam bestanden. Alles klar. Es baut tatsächlich darauf auf, ja? Okay, ich kriege einen Senior-Partner. Alles klar. Jo, bring mich mal auf den Stand der Dinge. Ich warte, bin sehr gespannt. Mio, grüß dich. Der neue Praktikant? Ist das eine automatisierte Bewerbung oder was? Frank? Okay, wenn du noch nicht verstehst, was hier eigentlich abgeht, dann ja, soll ich dir ein bisschen was erzählen. Also, folgendes. Diese Kreaturen, sie, Du, du beschäftigst dich damit den ganzen Tag, du wirst doch das wohl erklären können. Ja, ja, sie sehen unnatürlich aus und verursachen, dass man sich ein bisschen unwohl fühlt. Soweit war man ja schon im ersten Teil. Okay. Sie haben was damit zu tun, dass Leute verschwinden und sie hinterlassen keine Spur. Nur halt einen merkwürdigen Gestank. Okay. Es ist so ein Men in Black-Scheiß, Alter. Ach, den könnte ich auch mal wieder gucken, den Film. Oder die Reihe. Okay, lass mich dir die Wahrheit erzählen. Sogar von der Geburt an warst du unter unserer Kontrolle. Also wovon rede ich hier? Also du hast dein Entrance-Exam, das wir eben gemacht haben, bestanden. Ich hoffe zumindest. Sonst habe ich ein bisschen Angst, mit einer unerfahrenen Person zu arbeiten. Ein Affe mit einer Granate, ja, ja. I passed the exam with excellent marks. Das haben sie mir ja nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, dass ich es bestanden habe. Und sie haben mir nach 7 Tagen, haben sie mich kontaktiert. I didn't take the test, I was invited here directly. Ah, das ist die Wahrheit? Das ist eine Lüge, okay. Also die haben mich mit dem Test 2 kontaktiert, interessant. Und scheinbar habe ich das gut gemacht, sonst würden die mich nicht anstellen wollen. Ich erzähle ihm mal die Wahrheit. Vielleicht labert er mich sonst immer weiter zu. Perfectly. I'm glad that you're honest with me. Because from this day, we are partners and must trust each other. Okay, alles klar. Ich müsste jetzt aber nicht Donuts ausgeben, ne? Okay, lass mich erklären, was unser Job ist. Bestimmt nicht das Fotoalbum durchblättern den ganzen Tag, ne? Ihr habt doch bestimmt so geile Phaserkanonen oder so für die Dinger. Das würde ich feiern. Komme ich da auch irgendwann hin? Leute rufen die Polizei an. Wir hören uns die Audioaufnahmen an. Und dann die Fotos, die zu dem Fall dazugehören. Okay, es kommt auf Sie an, wie viele Leute durch Ihre Hand sterben. Das heißt, das haben wir nicht zu entscheiden? Also unsere Ressourcen sind limitiert sozusagen, was die Bekämpfung angeht. Okay. Wir fangen damit an, wer am meisten hier verdächtig sein würde. In dem Fall. Alles klar. Ich weiß zwar immer noch nicht, was die dann genau machen. Wahrscheinlich die Leute nur educaten, oder? Das ist jetzt so ein Anruf. Hello. I have a child standing across the road. She's looking straight at me. Ein Kind gegenüber der Straße. Starrt mich an. Seit einer Stunde. Okay, was stimmt mit dem Kind nicht? Was stimmt nicht mit dem, dass der da eine Stunde steht? Da ich mir Angst. Kann ich nicht beschreiben. Er hat ein Gesicht. Ist klein. Kleine Augen. Ein weites Grinsen. Keine Ahnung, klingt wie mein kleiner Bruder. Okay, kannst du hingehen und fragen, ob er Hilfe braucht? What? Hell no. I'm not going to this asshole. What is he doing alone? Ich geh nicht zu dem Arschloch. Ein Arschlochkind. Do you understand that this child will be in danger and you do not help him? Wenn das Kind in Gefahr ist und du ihm nicht hilfst, dann ist das ein Verbrechen. Yes, of course. I understand. Ich habe das aber schon mal gehört. Das gab's in einem anderen Game, also was Ähnliches. Well,
Always him. I will try to. Zur Hölle mit dem. I will be right back. Okay, ich gehe hin. Ich melde mich. Rufst du von der Telefonzelle an? Sir, are you here? Everything is good. Das macht gar keinen Sinn, diese Szene. Au. Make a choice. Ah, Hilfe! Oh Gott! Oh, jetzt bin ich der Typ auf der anderen Straßenseite. Gott, what? Ich... Sie wieder, ne? Also von kleinen Augen hat er geredet. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Das sollte mich nur einstimmen. Der zweite Fall. Hello. Something is making noise in my house. Etwas macht Geräusche im Haus. Aber ich lebe allein. Ich habe Angst. Sonst hätte der Polizist gesagt. Ihr Ehemann vielleicht? Oh, stimmt. Haustiere, könnten Sie das sein? Okay. Wir gehen von einem Einbrecher aus. Sir? Das ist entweder eine Frau oder ein 9 Jahre alter Sir. Okay, kann sie irgendwas nehmen, um sich selbst zu verteidigen? Ein Messer hinter dem Tisch. Okay. Ich versuche ein Foto zu schießen. Wer würde das machen? Oh God, I saw it. I kind of took a picture of it. Ich habe ein Foto geschossen, aber es hat mich bemerkt. Okay, das Voice Acting ist echt bad. I'm sorry. Ist alles gut, Sir? Antworten Sie bitte. Okay, das war nicht so gelungen. Das ist der Ayuki, Alter. Ey, bestimmt ist doch das Foto, richtig? I mean, sie hat von einem Messer geredet und war in der Küche dann offensichtlich. Ich denke mal, das. Junge, wer auch immer der Typ war, er hatte Boards of Steel einfach. This place? I saw it in a dream. Maybe it's a sign? Ey, das ist doch eine Adaption, ne? Das haben wir doch schon mal gespielt. Das wusste ich gar nicht. Also ich konnte mich nicht mehr an die Gesichter erinnern. Nee, wir haben das nicht gespielt, aber es war so ähnlich. Es war ganz ähnlich gemacht. Oder die gleichen Geschichten oder so. Ich glaube schon. Oh, schwierig. Further cards are not available. The data is classified. Continue choosing. Okay, ich soll jetzt weiter auswählen. Es gibt keine weiteren Fälle, die ich bearbeiten oder mir anhören darf. Ah! Eindeutig! Holy shit! Jede Ex ever. Ich höre es atmen, ey. Das macht mich fertig. Oh mein Gott. Was mit seinem Face, Alter? In welchem Zirkus seid ihr eingeboren? Das ist der Bruder von Barbarossa, Alter. Da war eben die andere Seite dieser Karte. Das ist doch eine Speisekarte irgendwo beim Griechen oder sowas. Die Kinderkarte, das ist ein Clown. Genau, er hier ist es. Die wollen mich zerwaschen, Alter. Nicht es. Oh Gott! Holy shit! Das sieht wenig aus wie ein Mensch. Also, was auch immer mit der anderen Frau passiert ist, Gott möge ihrer Seele gnädig sein, aber... Warnung. Attention, das ist kein Testalarm. Die Datenbank ist in Gefahr. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann ist es jetzt Zeit zu glauben. Arbeite weiter und bete. Gott möge dich schützen. Warum denn immer Gott? Es klappt ja nicht so geil, muss ich sagen. Sie sind hier. Welche Codes?
jetzt? Was hast du in deinem Traum gesehen? Ehrlich antworten. Das ist ein sehr ästhetisches Foto, tatsächlich. Finde ich cool gemacht. Ich mag auch so Spielplätze. Ich würde aber sagen, im Traum wahrscheinlich eher sowas. Lügst du? Nein. Oh Mann. Hätte ich das andere nehmen sollen? Bist du alleine? Ja. Ich konnte diesmal ja anklicken. Bist du sicher, dass du alleine bist? Wenn du mich so fragst. Ja. Nein! Verdammt nochmal. Okay. Netter Trick. Habe ich nicht kommen sehen. Triff eine Wahl. Das ist genau das, was kommt, wenn du bei Google Scary Faces eingibst, Alter. Ich sehe das jeden Tag für Thumbnails. Da mache ich den Schlüpfer nicht mehr feucht für. Aber ich nehme ihn hier. Der andere könnte einfach ein unscharfes Bild gewesen sein. Kommt ja mal vor, kleiner Kameraunfall. Okay. Oh, ich mach das gut. Was? Geilste Erhöhung? LOL. Nach 10 Fotos? Das ist der geilste Job ever. Ich will das in real life machen. Einfach nichts zu tun, einfach Fotos sortieren. Good end? Es gibt ein schlechtes Ende. Ah, so. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich versuche das mal noch zu triggern. Oh, wenn ich den hier anlüge, dann eventuell. Nee, ich habe den ersten Test nicht bestanden, diese Eingangsfragen. Also Chapter 1. Sondern ich wurde direkt eingeladen. Das ist eine Lüge. Okay, I will check it with the boss. Okay, ja, er sagt was anderes. Please understand me. If you were personally invited, wenn du persönlich eingeladen wurdest, dann bin ich sehr froh, dich hier zu haben. Aber er checkt es nach, was es mit mir auf sich hat. Okay, ja, gut. Jetzt geht's normal weiter erstmal. Vielleicht aber ist das ja schon der Knackpunkt zum schlechteren Ende. Wir sind am Ende. Deine Resultate, ich bin ehrlich mit dir. Du hast es ziemlich versaut. Ich weiß nicht, warum ich hier klicken kann. Oh mein Gott. Kann ich nicht. Don't pay attention to my voice. Meine Stimme, ich bin ein bisschen krank. Okay, warum hast du das so versaut? Wer bist du? Das ist nicht der, für den er sich ausgibt. Das ist einer von denen, ne? Oh oh. Aber es ist ein bisschen buggy hier. Ja, das war buggy. Sorry. Frank ist weg. Aber jetzt wird uns niemand aufhalten. Okay. Ja, ignoriert das mal. Bad End. Ja, sehr, 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 sehr schön. Da haben sie sich aber zumindest was einfallen lassen. Das war ein Twist, den ich nicht erwartet habe, dass der Typ einer von denen ist. Okay, ziemlich coole Sache. Hat Spaß gemacht. Ergibt in mancherlei Hinsicht halt absolut gar keinen Sinn. Aber ja, es ist halt auch nur ein Joke für zwischendurch. Danke, liebe Leute, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video.